Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Wir haben heute den Entwurf eines Gesetzes zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur, kurz ein Patientendatenschutzgesetz, vorgelegt und in die Ressortabstimmung gegeben. Ziel ist, dass elektronische Patientendaten nicht in falsche Hände geraten. Ziel ist es aber auch, Patientinnen und Patienten die Chance zu geben, ihre Daten auch vernünftig nutzen zu können. Insofern ist dieses Gesetz ein Patientenschutzgesetz, es ist aber auch ein Patientennutzgesetz, weil eben besser verfügbare Daten etwa in einer elektronischen Patientenakte auch Versorgung verbessern können, Informationen unmittelbarer verfügbar machen, etwa Medikationsdaten und auch die Kommunikation etwa zwischen Krankenhäusern und Ärzten etwa nach einer Entlassung deutlich beschleunigen können. Also es geht darum, die Patientendaten zu schützen und gleichzeitig einen Patientennutzen zu schaffen, eben durch eine elektronische Patientenakte und digitale Anwendungen. Behandlungsdaten gewähren einen tiefen Einblick in die Privatsphäre eines jeden Einzelnen. Gesundheitsdaten sind wahrscheinlich die sensibelsten persönlichen Daten, die es gibt. Deswegen wollen und müssen wir dafür sorgen, dass kein unberechtigter Zugriff auf diese Daten erhält und umgekehrt eben sichergestellt ist, dass jeder und jede für sich entscheiden kann, wer Zugriff auf diese Daten bekommen soll. Das machen wir im Gesundheitswesen mit dieser elektronischen Patientenakte anders, als wir es vor allem auch von amerikanischen Großkonzernen kennen, dass es da lange Datenschutzerklärungen gibt, die am Ende wahrscheinlich die allermeisten eh nicht lesen und man dann im Zweifel einfach Ja klickt. Wir wollen es hier anders machen und den Patienten tatsächlich in die entscheidende Rolle bringen darüber, wer Zugriff auf welche Daten hat. Der Patient entscheidet, was er speichern will und welcher Arzt darauf zugreift. Dafür bekommt er den Schlüssel, aber er bekommt auch ein Recht, nämlich das Recht darauf, dass der Arzt dann künftig eben auch eine elektronische Patientenakte mit Informationen befüllen muss, wenn es der Patient sich wünscht. Ich begreife das aus Sicht der Patientinnen und Patienten als Privileg, als tatsächlich ein gutes Recht, denn die Patienten werden sehr, sehr schnell merken, was diese elektronische Patientenakte dann im Alltag an Mehrwert bringen kann. Den leichteren Zugriff auf Befunde, auf Röntgenbilder, Impfausweis, Mutterpass, Kinderuntersuchungsheft, Zahnbonusheft, all die Dinge, die heute oft analog, manchmal mühsam gesucht und zusammengebracht werden müssen, sind dann einfach digital verfügbar. Und wer möchte, kann diese Daten verfügbar, seine eigene elektronische Patientenakte dann eben auch einfach auf dem Smartphone haben. Digitalisierung, das wird dabei deutlich, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist die Grundvoraussetzung dafür, dass unser Gesundheitssystem eines der besten der Welt bleibt. Und in einem der besten Gesundheitssysteme der Welt haben Patientinnen und Patienten ein Recht auf eine zeitgemäße und das ist eben auch eine digitale Versorgung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Recht werden Sie auch einfordern, zu Recht auch einfordern. Und in diesem Sinne, denke ich, kann es gelingen, mit dem Patientendatenschutzgesetz tatsächlich einen positiven Unterschied für die Versorgung der Patienten in Deutschland zu machen.